Hallo und herzlich willkommen bei Calisthenic Movement. Mein Name ist Alex und im heutigen zweiten Teil zum Thema Dehnen geht es um die Methoden des Dehnens. Generell muss das Beweglichkeitstraining in die aktive und die passive Dehnung unterteilt werden. Beide sind dann nochmal nach ihrer Ausführung zu unterscheiden in statisches und dynamisches Dehnen. Aktiv ist jedes Dehnen, bei dem die Dehnstellung durch die eigene Muskelkraft des Antagonisten eingenommen wird. Beim passiven Dehnen wird die Dehnstellung durch Hilfe der Schwerkraft, durch Zusatzgewichte oder Trainingspartner eingenommen. Dynamisch bedeutet bewegend und statisch bedeutet haltend. Das aktiv-dynamische Dehnen ist gut geeignet, um die intermuskuläre Koordination zu verbessern und den Antagonisten zu kräftigen. Leider wird dabei die für den Dehnreiz wirksame Stellung der Gelenke nur kurzfristig eingenommen und durch ruckartige Bewegungen können Gewebetraumen entstehen. Das aktiv-statische Dehnen ist gut, weil es einen längeren Dehnreiz gibt und dabei auch den Antagonisten kräftigt. Der Nachteil dabei ist, dass das koordinative Training dabei einen sehr geringen Umfang hat. Das passiv-dynamische Dehnen benötigt eine gute Entspannungsfähigkeit der Muskulatur des Athleten. Hierbei ist die Gefahr des Auslösens des Streckreflexes und von Mikrotraumen bedeutend größer als beim aktiv-dynamischen Dehnen. Das passiv-statische Dehnen hat den Vorteil, dass eine stärkere Dehnposition eingenommen werden kann, die auch lange gehalten werden kann. Der dehnwirksame Reiz ist somit sehr hoch. Beim statischen Dehnen kann man so vorgehen, dass man die Dehnstellung zwischen 10 und bis zu mehr als 60 Sekunden hält und in mehreren Sätzen trainiert, die von Satz zu Satz an Dehnungsintensität zunehmen. Außerdem gibt es noch die PNF-Methode. PNF steht hierbei für propriozeptive neuromuskuläre Faszination. Es gibt mehrere verschiedene Abläufe dieser Methode, die aber alle grob nach folgendem Schema funktionieren. Zuerst wird eine leichte Dehnstellung eingenommen, in der der Agonist, also der gedehnte Muskel, isometrisch kontrahiert wird, also angespannt wird, ohne dass er eine Bewegung ausführt. Diese Kontraktion wird 10 bis 30 Sekunden gehalten. Darauf folgt eine Entspannung des gleichen Muskels für ca. 2 bis 3 Sekunden. Danach wird der zu dehnende Muskel wieder, diesmal etwas stärker gedehnt. Optional kann diese Dehnung durch das Anspannen des Gegenspielers unterstützt werden. Welche Methode ist nun am wirksamsten? Bisher gibt es keinen Nachweis, dass eine der Methoden wirksamer ist als eine andere. Eine Studie ergab, dass statische Dehnmethoden am Ende der Trainingsphase eine bessere Erhaltung der Beweglichkeit ermöglichten. Jedoch gab es keinen Unterschied in der Steigerung der Bewegungsamplitude. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie man dehnen kann und was beachtet werden muss. Bei Fragen schreibt mir auf Facebook und ich freue mich wieder über Abos, Likes und Shares. Viel Spaß beim Dehnen und bis bald, euer Alex.